Jo, herzlich willkommen bei Bob and Friends. Ich bin der Bob und ich möchte mit euch heute mal was Gesundes machen. Ja, habe ich euch ja versprochen, dass wir das tun und jetzt tun wir es auch. Und zwar Brokkoli und Blumenkohlröschen überbacken im Grill. Was wir dazu alles brauchen und wie das Ganze funktioniert nach dem Intro. Auf geht's. Jo, da wären wir aber schon mit der Zutaten. Wir haben hier unsere zwei Hauptdarsteller. Ein Blumenkohl und ein Stück Brokkoli. Die werden wir in kleine Röschen machen und 5 Minuten kochen. Länger nicht. Nicht durchkochen, sondern nur einfach 5 Minuten kochen. Dann bereiten wir die Panierstraße vor. Und zwar mit Eiern, mit Pankomehl und normalem Weizenmehl noch. Was wir noch in das Pankomehl reinmachen, wir werden hier ein Parmesan reiben, wir werden den Abrieb einer Zitrone mit reinmachen und einen halben Bund Petersilie und noch andere Kräuter wie hier dieses portugiesische Thymian. Jo, dann werden wir noch einen Dip zubereiten. Für diesen Dip haben wir hier Speisequark, Creme fraiche, ein Joghurt und Kräuterbuttergewürz. Das ist super, da sind schon Röstzwiebeln drin, Salz, Pfeffer, ist fix und fertig. Ihr könnt euch das natürlich auch alles selber anmischen. Ja, und ich würde mal sagen, wir starten jetzt und ich zeige euch, wie es geht. Auf geht's! So, wir nehmen uns jetzt als erstes mal den Blumenkohl vor. Machen die Blätter ab und tun da unsere Röschen draus machen. Und das gleiche machen wir mit dem Brokkoli. Und dann, wie gesagt, geben wir das Ganze für 5 Minuten in kochendes Wasser. Nicht ganz durchkochen, nur ankochen. Und das Ganze machen wir jetzt schnell. So, da wären wir schon soweit. Und dann können wir jetzt unseren Topf, den haben wir heiß gemacht, kochendes Wasser. Da tun wir das Ganze jetzt 5 Minuten rein, dann holen wir es sofort raus, lassen es wieder abkühlen und dann gehen wir an die Panierstraße. So, während der Blumenkohl und der Brokkoli jetzt in dem Wasser kochen, machen wir schon einmal die Panierstraße fertig. Dafür brauchen wir, wie das so jeder kennt, 3 Stationen. Einmal nur Mehl, einmal Ei und einmal hier unser Panko, unsere Panierung selber. Hierfür nehmen wir einmal Pankomehl, dann Petersilie, Zitrone, Knoblauch und noch etwas von dem Thymian. Da geben wir schon mal rein. Dann geben wir auch rein, ich zeige euch das ein bisschen hier vorne, den Abrieb von einer Zitrone. Den Rest der Zitrone brauchen wir dann noch für unseren Dip nachher. Beiseite legen. So, dann schneiden wir eben kurz noch die Petersilie zurecht. Das machen wir auch. So, nachdem die Petersilie gehackt ist, nehmen wir uns die Hälfte davon weg, geben die ebenfalls mit in das Pankomehl rein und die andere Hälfte tun wir uns in eine weitere Schüssel. Damit machen wir uns den Dip dann fertig. So, das stellen wir mal beiseite. Dann nehmen wir noch unseren Knoblauch und reiben den ebenfalls
in das Pangomehl rein. Den Knoblauch hier besser reiben wie pressen, weil beim Reiben gehen noch mehr die Aromen raus aus dem Knoblauch. Und zu guter Letzt, was jetzt noch hier fehlt, der Parmesan. Und den reiben wir jetzt auch noch rein. Hier so ungefähr so 100 Gramm. 100 Gramm reichen. Könnt natürlich gerne mehr machen. Jeder so, wie er das mag. Und was wir jetzt noch mit reingeben, einen kleinen Schuss Olivenöl. Nicht viel. So, das reicht schon. Dann gehen wir jetzt her und rühren das Ganze einmal mit der Hand kurz um. Damit sich das auch überall in der Panade verteilt. So, dann hätten wir den ersten Teil der Panade Panierstraße auch schon fertig. Der zweite Teil sind die Eier. Die schlagen wir einfach auf. Jetzt das Ganze noch verquirlen. Wunderbar. Und wir können auch unseren Blumenkohl herausnehmen. Der ist nämlich auch schon rum. Und das Ganze machen wir jetzt schnell. So. Jetzt tun wir noch ein wenig Mehl. In eine Schüssel. Und dann hätten wir hier schon mal so unsere Panierstraße. Das Messer tun wir auch mal beiseite, damit wir ein bisschen Platz haben hier. So, und ich habe auch hier zur Ablage vorbereitet so schwarze Kunststoff-Backpapiere für den Grillunterlagen, weil wir werden das ganze Jahr im Gasgrill bei 200 Grad für 20 Minuten backen und dann können wir die mit der Glasplatte darüber tun und dann einfach nur auf den Grillrost schieben. So, und ich habe hier auch unsere Blumenkohl- und Brokkoliröschen und ich würde mal sagen, wir fangen dann mal jetzt an zu panieren. Und wir nehmen hier mal so unser erstes Röschen, wälzen das im Mehl und dann im Ei. Und geben das dann in unsere Panade. Von allen Seiten. So. So sieht das Ganze dann aus. Und das werden wir jetzt mit allen machen. Und dann gehen wir zum Grill. Auf geht's. So, am Grill angekommen. Der Grill hat jetzt so ungefähr 250 Grad. Ich habe ihn schon etwas runter gemacht, weil wir wollen ja nur so auf die 200 Grad gehen. Und wir werden jetzt unsere Folie da drauf tun. Gehen eben gerade nochmal das zweite hole. Und auch das werden wir drauf tun. So, und das Ganze jetzt, wie gesagt, bei 200 Grad circa 20 Minuten drin lassen. Danach schauen wir mal rein. Wenn sie schon grosch sind, sind sie fertig. Wenn nicht, brauchen sie noch mal 5 Minuten. Aber da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, während der Brokkoli und der Blumenkohl nun im Ofen sind, im Grill, könnt ihr natürlich auch im Backofen machen, ist überhaupt kein Problem, werden wir hier unseren Dip vorbereiten. Dafür haben wir ja die Hälfte der Petersilie zurückgehalten,
Dann tun wir einen 250 Gramm großen Magerquark nehmen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch normalen Quark nehmen. Mit mehr Fett. Muss aber nicht. So, dann haben wir hier einen Joghurt. Auch den. Schönes Becherchen. Und Creme Fraiche. Das gleicht dann die Magerstufe wieder aus. Da ist ja genug Fett schon dran. So, das Ganze rühren wir schon mal etwas um. Jetzt gehen wir noch her von unserem Kräuterbuttergewürz, wo auch schon alles Mögliche dran ist, und der Rest von dem portugiesischen Thymian. Und weil wir sie ja schön abgerieben haben, nehmen wir noch eine halbe Zitrone. Und nehmen da den Saft einer halben. So. Die Kerne nehmen wir wieder raus. So, den Rest mache ich mir schön nachher in den Saft rein. Rühren das Ganze noch ein wenig um. Perfekt. So. Ja. Und wir warten jetzt noch auf unsere Brokkoli- und Blumenkohlröschen. Wir räumen hier schon mal auf und dann sehen wir uns beim Essen. So, wir sind jetzt wieder hier am Grill, weil die sind jetzt 15 Minuten rum. Es hat schon ein bisschen gerochen. Deswegen drehen wir jetzt so gerade mal die ganzen Röschen etwas rum. Weil wenn ihr jetzt mal guckt, also das sieht schon wirklich mega aus. Aber wie gesagt, wir drehen sie alle einmal rum. Nicht, dass sie uns verbrennen. Oh, die sind schon so richtig grosch. Das sieht richtig gut aus. Warte mal, wenn ihr mal gucken wollt. Also das ist jetzt schon, na, so im Bild. Richtig lecker. Wir machen mal nur noch eine an und lassen sie nur noch auf warm halten. 5 Minuten, dann richten wir an und sind fertig. Bis gleich. So. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir machen auf und da haben wir die guten Stücke. Und wir nehmen mal so die Grillzangen. Ah, nehmen uns hier einfach welche runter. So. Und ich würde sagen, damit gehen wir mal zum Probieren. Auf, folgt mir. So Leute. Und wir wollen mal das Ganze jetzt schön probieren. Fantastisch. Der Knoblauchgeschmack, die Zitrone, der Abrieb der Zitrone, der Parmesankäse, das Panko-Mehl, richtig frisch, grosch. Der Kohl richtig schön weich. Hat richtig was wegbekommen. Und das Ganze ist echt richtig schön, grosch. Mann, weiß nicht, ob man das hört, aber wir haben ja das Mikro hier. Echt fantastisch, kann ich euch nur empfehlen. Macht es einfach mal nach, wenn ihr mal wirklich einen fleischlosen Tag haben wollt mit so einem
Blumenkohl für zwei Personen, das ist vollkommen ausreichend. Für vier nimmt ihr noch ein Brokkoli-Sträußchen dazu oder zwei Blumenköhle. Heißt das Köhle? Keine Ahnung. Und wie gesagt, probiert das einfach mal aus. Das ist einfach nur herrlich. Der Dip dazu. Grandios. Probiert's aus. Und wie gesagt, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen hoch, Kommentar drunter setzen und guten Appetit. Super. Super.